Es ist ja auch so, wenn man gegen so Mannschaften wie Frankreich unaufmerksam ist, wenn man Konzentrationsfehler macht. Manchmal reichen ja nur wenige Momente gegen solche Mannschaft, dann ist man vielleicht auf der Verliererstraße. Also da müssen wir schon auch noch weiter hart arbeiten, damit wir das noch verbessern. Die Feinabstimmung, die ist noch nicht immer so, wie ich es mir vorstelle. Aber die Basis ist eigentlich im Moment gut. Aber Frankreich wird natürlich ein anderer Gegner, anderer Druck, andere Klasse des Gegners und EM-Auftakt, das ist natürlich mit heute, braucht man das nicht zu vergleichen. Sensationelles Spiel gestern, 7:1 von der deutschen Nationalmannschaft. Und Uli Köhler, unser Reporter, der ist vor Ort für uns in Düsseldorf. Wie viel Aussagekraft steckt denn in so einem Spiel gegen Lettland? Also das war schon ein wunderbarer Schlusspunkt für die Vorbereitung, was die Mannschaft da gestern abgeliefert hat. Denn 7 Tore auch gegen Lettland, die muss man erst mal schießen. Vor allem in der ersten Halbzeit hat hier alles gepasst. Und die Chancenverwertung, Albert, das war ja immer so das Thema. Kriegen sie es hin? Die Fans haben ja schon großes Kopfzerbrechen gehabt, wenn man gesehen hat, wie viele Chancen die Mannschaft in der letzten Zeit vergeben hat. Gegen Dänemark hat es noch nicht so gut funktioniert. Gestern war das sehr gut. Und deshalb ist das schon ein Ausrufezeichen, das die Mannschaft da vor der Europameisterschaft gesetzt hat. Du hast gerade die Chancen auch angesprochen. Wenn man von Chancen spricht, muss man natürlich auch Werner mal erwähnen, der reinkam und direkt getroffen hat. Wie wichtig ist das für ihn? Also ich glaube, das tut ihm natürlich sehr, sehr gut. Er wurde ja schon in der Vergangenheit oft kritisiert. Aber ich glaube, seit dem Champions-League-Erfolg, da hat er ja auch dann mitgewirkt durch wunderbare Laufwege, die für Gegner oder beziehungsweise für die Mitspieler die Räume dann wieder freimachen. Das alles gehört dazu. Und dass er mit seinem ersten Ballkontakt gleich trifft, ist natürlich eine klasse Sache. Also auch da in Sachen Selbstvertrauen, glaube ich, ist die deutsche Mannschaft einen Schritt vorangekommen. Der Bundestrainer bekrittelt zu Recht die eine oder andere Aktion. Ganz klar, man muss auch über 90 Minuten das Ganze hochhalten. Allerdings aufgrund der vielen Wechsel in der zweiten Halbzeit ist ein bisschen der Rhythmus verloren gegangen. Ich glaube, sonst wären da noch mehr Tore drin gewesen. Aber was wir gesehen haben, sowohl das Duo Werner-Sané hat funktioniert in der zweiten Halbzeit. Okay, nicht ganz so erfolgreich, aber auch Serge Gnabry und Kai Havertz haben ein gutes Spiel abgeliefert. Also Traumtor von Gnabry, Havertz eins vorbereitet, eins selber gemacht. Darauf kann der Bundestrainer aufbauen. Und was noch viel wichtiger ist, jetzt ist erstmal eine Woche wirklich Ruhe. Jetzt kann man es angehen. Er muss sich nicht wieder auseinandersetzen mit irgendwelchen Kritikern und mit irgendwelchen Dingen. Ach, wie schlimm ist es jetzt dann gegen Frankreich zu spielen? Nein, die Jungs sollen sich darauf freuen, jetzt mal auf die Franzosen zu spielen. Und Uli, du bist ja ein richtiger Taktikfuchs. Du hast ja gestern schon gesehen und prognostiziert, dass die deutsche Nationalmannschaft mit einer Fünferkette spielen wird, mit Gosens und Kimmich über die Außen. Das ist ja sensationell. Können wir davon ausgehen, dass die Nationalmannschaft auch gegen Frankreich so auflaufen wird? Ich bin mir fast sicher, dass das auch die Aufstellung sein wird, mit dem der Bundestrainer gegen Frankreich beginnen wird. Viele andere Möglichkeiten sehe ich da im Moment nicht. Okay, man könnte das Mittelfeld durch einen richtigen Sechser dann noch ein bisschen stärken. Aber ich glaube, nein, das wird nicht passieren, weil der Sechser könnte dann wiederum nur Kimmich sein. Dann müsste wieder ein anderer nach rechts. Nee, so wird es nicht sein. Also heute übrigens, wenn wir hier gucken, keine DFB-Busse, sondern schwarze Busse, aber die haben schon mal den richtigen Namen. 11, ja, 11 Freunde müsst ihr sein, was auch immer. Die warten drauf, denn die Mannschaft ist mit ihrer Mission in Düsseldorf noch nicht zu Ende. Heute ist noch ein Regenerationstag hier angesehen. Das ist ganz wichtig im Moment der Trainingssteuerung, denn dass hier in diesem engen Rhythmus, wie jetzt dann auch gespielt wird, die Spieler fit bleiben. Die Busse werden sie dann zum Trainingsplatz bringen, natürlich, und später auch zum Flughafen. Wo sind die DFB-Busse? Genau die Antwort habe ich auch. Die sind heute früh hier schon losgefahren, um in Nürnberg die Mannschaft dann wieder abzuholen. Heute Nachmittag kommen die Jungs dann dort an. Ist doch ein relativ langer Ritt von Düsseldorf nach Nürnberg. Deshalb sind die offiziellen DFB-Busse schon weg. Uli, du bist wie immer 100% informiert. So gefällt mir das. Vielleicht kannst du mir jetzt auch noch sagen, wie ist denn jetzt der Ablauf bis zum Frankreich-Spiel für die Nationalmannschaft?
Also jetzt geht es erstmal, wie gesagt, heute Nachmittag mit dem Flieger nach Nürnberg. Von dort so 20 Minuten Fahrt nach Herzogenaurach ins Team-Base-Quartier, wie das so wunderschön heißt. Dort ist alles vorbereitet im Stile von Campo Bahia, ein Hauch von Campo Bahia mit Villen, wo die Spieler in Wohngemeinschaften wohnen werden, wo sie einen wunderschönen Platz haben, wo sie sich täglich treffen zum Essen. Großes Schwimmbad ist dort. Also man versucht, dieses Campo Bahia-Gefühl ein bisschen wieder zu beleben. Okay, das Meer ist in Herzogenaurach so schnell da nicht hingebracht worden, aber wie gesagt, die Voraussetzungen dort sind perfekt und dann wird jeden Tag darauf hingearbeitet, dass es in einer Woche, in genau einer Woche in München dann gegen Frankreich auch klappt. Ja, und die Vorzeichen im Campo Bahia, wenn das genauso sein soll, die stehen dann ja schon mal ganz gut. Danke dir, Uli.